21 Minuten. Liebe Zuschauer, ist das Neue nun schon alt, aber doch noch jung genug, um Ihnen für die verbleibenden 525.579 Minuten des Jahres 1987 nach unserer großen Silvester-Live-Show aus Berlin-Tempelhof hier jetzt aus dem Sendezentrum in Mainz Gesundheit, Zufriedenheit und ganz viel Glück zu wünschen. Ein wenig Lachen und ein wenig Spaß sollte natürlich auch dabei sein. Und wie mit allen guten Vorsätzen wollen wir damit auch jetzt gleich sofort beginnen. Eine temperamentvolle und ideenreiche junge Dame, Lieselotte Pulver, erscheint auf der Verlobungsfeier ihres Ex-Ehemannes Johannes Heesters. Soweit, so gut. Aber das Besondere, sie hat sich nicht nur geschmückt mit einem unmöglichen Kleid, geliehen, versteht sich, sondern auch mit zwei sehr attraktiven Männern. Der Grund ist doch wohl klar, oder? Kurt Hoffmann, Erfolgsregisseur des Deutschen Lustspiels, inszenierte diese Schwarz-Weiß-Produktion 1965.